Herzlich willkommen, liebe Leute, bei einer weiteren Folge Space Engineers. Ja, wieder mal dabei ist natürlich unser geliebter Nexus. Servus. Ja, der hat sich gerade in unserem neuen Sofabereich aufgefunden und fand den so klasse, da musste er sich gleich erstmal zum Anfang der Arbeitszeit erstmal zum Pause machen hinsetzen. Schön hinfläzen. Naja, ein bisschen ungemütlich sieht sie aus, ist leider ein bisschen aus Metall, aber ich glaube, das stört uns mit unseren dick gepolsterten Anzügen nicht. Aber nächstes, guck mal, ich habe noch ein Geschenk für dich, das stelle ich jetzt hier hinten hin. Mal. Cool, eine Pflanze. Oh ja. Hast deine eigene kleine Zimmerpflanze. Wollte ich aber schon haben. Ja, ich würde mal sagen, wir machen uns an die Arbeit für unser Spielchen. Das heißt, ich hole mal Herstellungskomponente. Du kannst dich dann schon mal gleich. Ne? Wir kümmern uns. Du gruppierst, ich setze dann wieder, ne? So wie immer. Immer. Aber erstmal muss ich ein bisschen Uran holen. Das Spiel braucht nämlich noch ein bisschen Uran. Nehmen wir einfach mal 50 mit. Nicht an der Basis angeschlossen, oder? Nein, das Hauptspiel nicht, also die Platte unten. Die musst du mit, ne, Anzeige. Herstellungskomponente. Habe noch gar keine Paneele, sehe ich gerade. Oh. Was? Wie? Wo? Was? Was wollen wir? Keine Paneele zum Steuern. Brauchen wir nicht mehr. Hier. So. Braucht man nicht mehr? Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wo ist es denn? Das Licht. So. Der nächste ist, welche Seite machen wir was? Ich würde sagen, die grüne Seite bekommt den Kreis. Welche? Die grüne Seite bekommt den Kreis, also die, wo du jetzt drin stehst. Oh, ich hasse das, ne? Die neue Hitbox ist total nervig. Wie stelle ich das dann ein, wenn ich keinen Terminal mehr brauche? Ganz einfach, ich werde gleich Uran reinfüllen. Und dann kannst du das Ding ne, per Antenne ansteuern. So, okay. So. So. Wir nennen es mal. Warte mal, ich muss es jetzt noch benennen. Also Info, wir nennen es. Achso, ich muss die Antenne anwählen. Wie jetzt. Wie nenne ich das Ding jetzt um? Merkwürdig. Dann nennen wir es so. Also es ist auf jeden Fall gekennzeichnet unter dem Namen Game. Ist die Antenne gekennzeichnet, brauchen wir keinen großen Radius. 50 Meter dürfen reichen. So. Und dann ist es Plattform 9108.
wenn du es über das Menü oben anwählst. So, das heißt, wir fangen dann an, wieder wie üblich, aber du bist auf der grünen Seite. Das heißt, wir fangen numerisch an hier unten. Färbst du dann auch gleich wieder grün, ne? Numerisch anfangen heißt 1, oder? Ja, hier haben wir dann die 1. Und dann immer schön, am besten auch gleich die Lampen umbenennen, so, ne? Du sagst dann Bescheid, wenn du fertig bist. Dann machen wir den Kreis rot, oder? Ne, der Kreis kommt grün. Brauchst du nun ganz normales Grün machen. Also, soll ich auch die Lampen selber benennen oder nur die Gruppe? Nö, brauchst nur die Gruppe benennen. Du musst ja sagen, nachher, wir schweißen die dann erst fertig, wenn wir dann weiterkommen, also in die nächste Gruppe. Damit du dann immer weißt, wo wir sind. Weil hinterher interessiert uns nicht, wie die Lampen heißen. Hinterher interessiert uns nur, wie die Gruppen heißen. Brauchst du nur hinschreiben, Kreis 1 oder so, ne? Oder Num-Kreis, oder Num-1-Kreis. Ich habe jetzt NP1-Kreis. Ja, das ist super. Warte mal. Ich habe ja einen Ausreißer gehabt. So, dann kann ich die nächste, nächste legen, ne? Ja, bin fertig. Sorry. Super. Super, nächste Nummer. Haben wir dann Nummer 2. Und fertig. Fertig? Gut, dann. Zack. Noch einfärben, ne? Ja, meine. Die nächsten sind gesetzt. Ist gar nicht so leicht. Ne, gerade bei dir, Mit ne? einem, ja. Na, bei mir ruckelt's auch. Also. Ist beschriftet. Gut. Wenn du dann einfärbst, schweiß ich schon mal. Die Sau hat er schon eingefärbt. Ja, hab ich. Alte Sau. Inzwischen dürften den Zuschauern bekannt sein, was das wird, oder? Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja immer noch welche, die das nicht kennen. So, dann sind wir jetzt bei Nummer 4. Weißt du, es gibt immer welche, ne? Nicht jeder kann so alt sein wie wir.
Ja. Na, sag an, fertig bist. Ich warte. Fertig. Weiß ja, die Zuschauer brauchen ja auch was Actionhaltiges. Dann brauchen wir so ein actionloses Spiel. Geil. Ich und Starving hatten noch eine andere Idee. Mensch, ärgere dich nicht mit Remote-Control-Figuren. Das ist auch keine schlechte Idee. So, nächste Gruppe. Kann man hier noch machen. Kann man ja alles noch machen. Platz haben wir hier genug. Und wenn nicht, bauen wir ein Loch in den Asteroiden. Haben wir ja schon einmal gemacht. Komm, wir brauchen jetzt schon fast 10 Minuten für eine Seite. Das war ja das Premiere, dass wir nochmal gesprengt haben. Fertig. So. Nächste nochmal setzen. So, sind wieder da. Da wären wir schon bei Nummer 6. Dann ist der Kreis schon mal fertig. Gleich. Oh, so viele schöne Sachen. Mods sind schon Fertig. was Tolles. Aber so langsam dürfen wir es nicht mehr übertreiben. Ich glaube, bei dem Stand, den wir jetzt haben, bleiben wir dann auch, ne? An Mods. Ach so, ja. Sonst wird das doch definitiv zu viel. Hopp, 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 hopp. Man merkt es ja an der Film, oder? Oh ja. Merkt man hier. Hast du jetzt eins von denen fertig geschmeißt? Ich habe jetzt alle vier weggeschweißt. Vier neue gesetzt. Aber es wird nur eins fertig angezeigt. Bei mir. Das müssen aber auch schon wieder vier neue gesetzt sein bei dir. Ja, die sehe ich, aber nur die Lampe 23 ist fertig. Ja, dann nehmen wir die neuen vier. Die müssen dann Nummer 7 sein. Aber den Rest kümmere ich mich Fertig. dann offline. Bist du fertig? Ja, fertig. Vielleicht Also, muss ich nur noch mal aktualisieren oder so. das kannst du haben, ja. Ja, wie gesagt, ich benenne die Dinger dann, also die Lampen selber benenne ich nochmal um offline. Aber das ist halt wirklich nur etwas, um das nachher auch wiederzufinden. Das hat jetzt mit der Folge nichts zu tun, das würde auch ewig lange dauern. So, dann ist Nummer 8 gesetzt. Es hat die Mammutarbeit daran. Das Gruppieren und Einfärben. Ja, ist es auch. So, falls sich jetzt jemand fragt, warum ich hier an der Seite noch einen Kreis mache, das hat damit zu tun, damit der Gegenüber dann sieht, gegen was er spielt. Fertig. Jo. Also man sieht nicht sein eigenes Ding, man sieht immer das, was der Gegner hat. Ist ja auch alles farblich gegeben. Also es gibt nur zwei Farben, es gibt grün und es gibt rot. Man könnte also erkennen, dass das Grüne definitiv der Feind ist. So.
So, letzte Nummer. 9. Oing, oing, oing. Fertig. So, genau. Dann haben wir das schon mal fertig. Und die Flagge jetzt auch. Also die, dass der Gegner erkennt, gegen wen er zockt. Ja, das müssen wir auch nochmal einfärben. Warte mal, kann ich ja dann Flagge nennen, oder? Ja, das ist ja nicht mit dem Spiel verbunden. Also. Das ist auf unserer Basis. Da tue ich einfach nur die letzten 4 Lichter raussuchen. Tue die grün färben. Falsches Ding. So. So. Ja, an der Wand sieht es ein bisschen komisch aus, aber naja, gut. Wir fangen an mit dem Kreuz. Ich muss ja noch ein Ding machen, Gruppe machen, um alle auszuschalten, oder? Ja, die machen wir hinterher. Oder nee, mach mal lieber jetzt. Ich muss mich sowieso kurz aufladen. Wie gesagt, die erste Nummer habe ich schon gesetzt. Du musst auch aufpassen, dass du nicht abkratzt, ne? Inwiefern? Ja, Energy. Ach so, ja. Oh. Wenn wir da die ganze Zeit rumstehen. So, dann kannst du die Lichter gleich alle ausmachen, ne? Jo. Sonst geht uns hier nachher die Framerate im Keller. Das müssten sie auch sein. Ja. So, dann können wir weitermachen, ne? Wie gesagt, das X habe ich schon gesetzt als erste. Das wäre dann Nummer 1. Ich glaube, ich sterbe. Hilfe! Ja, über uns ist Leflex. Über dem Teil hier. Oder Löziflex. Leflex ist ja Control Ship. Wenn die Warnschwelle bei 20% geblieben wäre, dann hätte ich schon längst gewarnt. Ich war nämlich bei 8%. Ja. Geht mir nicht anders. Das dauert bei mir, Morgen. Ja, kein Stress. Ich baue jetzt hier sowieso noch mal kurz die. Das ist wahrscheinlich für die Zuschauer halt langweilig, deswegen war nicht. Ja. Das ist jetzt reine Technik, reine Installation. Das ist jetzt nichts bauen groß. Also es ist wirklich eine reine Installation und die müssen wir leider so machen, weil die, da braucht man am besten 2 Leute zu. Sonst dauert das ewig lange. Ist nun mal so. Also Numpad 1. Genau. X. Genau. Und das X machen wir? Welche Farbe? Rot. So, warte mal, dann mache ich auch hier gleich dann nochmal. Fertig. Ja, warte mal. Mache ich hier auch rot. Zzt. Zzt.
ich mach fertig das Licht unten. Und mal gucken, ob wir das jetzt noch in der Folge schaffen, fertig zu bauen. Und eventuell stellen wir noch was an Intensität ein, aber das müssen wir dann halt gucken, wenn es soweit ist. Ja, das kann man dann einfach über den alle aus. Über die alle Ausgruppe machen. Genau. So, sind gesetzt. Ja, das also Spiel ich mach's. kennt man. Bitte? Das Spiel kennt man. Ich weiß gar nicht mehr, aus welchem war das. Ich glaube, das war das Video, wo man gruppieren konnte, ne? Da, wo die Mod rauskam. Oder das. Ja. Da hatten sie das nämlich in dem Video gezeigt, das Spiel. Und wir haben uns gedacht, wir machen eine Version für uns. Ich habe auch schon einen in den Workshop gestellt. Genau. Ja, die Arena hier, wie ihr sie hier seht, die wird auch nochmal in den Workshop gestellt für euch alle. Schon programmiert. Nur, dass sie dann ganz schwarz ist. Ist ja so meine Lieblingsfarbe. Fertig, übrigens. Jo. Vor allen Dingen erkennt man darauf dann die Sachen besser. Auf schwarz. Oder generell auf dunklen Sachen. So, nächste Lampe setzen. Ich setze eine. So, jetzt ist gesetzt. Nummer 3. Achso, ich weiß, warum wir die Bar, das Ding nicht benennen können unten. Weil es noch nicht unser Schiff ist. Ich muss noch geownert werden, ne? Ja, es muss alles noch geownert werden, das ganze Teil. Anscheinend kann man es nur dann umbenennen. So, dann machen wir weiter mit Numpad 4. Kennst du den Film Bud and Doyle Total Bio? Button Doyle kenne ich aus dem Begriff her, aber nee, kommt mir nicht bekannt vor. So, Numpad 4 ist gesetzt. Okay. Ich fühle mich hier unten wie auf dem Präsentierteller. Das Lustige ist, dass in diesem Raum hier nachher kein Mensch mehr drin rumschweben kann, ne? Ja. Weil der komplett versiegelt wird. Das heißt, es ist komplett hohler Raum. Da haben die in dem Film halt verbotenerweise in dem Biodom eine Party geschmissen. Danach muss er aus den Zigarettenstummeln einen Luftfilter bauen. Oha. Du kannst ja bei der Menge kannst du vorstellen, dass er mit der Zeit gelangweilt wird. Jo. Dann singt er halt noch einen Filter, noch einen Filter. Das könnten wir aber hier über den Lampen singen. Noch eine Lampe. Ja, aber ehrlich. Naja, sowas machen wir ja nun wirklich nicht immer, ne? Und ab und zu muss es ja auch mal sein. Ich überlege nur immer noch, wo ich die Loge reinbaue, damit die Leute auch zugucken können. Kann ja auch wie diese Kanzel hier an der Seite sein. Ja, ich will sie an der Seite da hinten machen, an der langen, weißt du? Hm. Was heißt an der langen? Die Seiten sind alle gleich lang. Nur da will ich eine lange Kanzel machen. Entweder auf der Seite links von dir oder auf der Seite rechts von dir. Fertig übrigens. Jo.
Komponenten? Ich hab noch genug. Ich habe ja gute 900 einstecken. Das reicht. Yay, lass uns 900 Lampen bauen. Also, nee, danke. Ich glaube, da gesetzt wollen wir die Barrikade an. So, ist gesetzt. Nummer 5. Nummer 5 lebt. Yay. Ja, auch ein guter Helm. Ja, eindeutig. Oh, ich finde den total schick, den Raum, ne? Ja. War ein bisschen dunkel noch, oder? Der ist ja mit Absicht nicht beleuchtet groß, weil da halt so viel Licht nachher drin ist, wenn du hier spielst. Ich mache oben noch ein Deckenlicht, einmal rundrum. Und das war's dann eigentlich auch schon. Und in der Mitte will ich sowas wie eine Warnsirene machen, weißt du? Mal gucken, so wie das wirkt. Ja, sowas in der Art, ja. Fertig. Die Folge hat noch ein bisschen Überlänge. Wie lange machen wir schon? Jetzt machen wir gleich eine halbe Stunde. Deswegen will ich das Spiel jetzt noch fertig haben, ungefähr. So, Lampen sind gesetzt. Wir haben ja nicht mehr viel vor uns. Vier Felder noch. Und jetzt 6 jetzt, ne? Ja, das ist Nummer 6, ja. Sieht einfach geil aus. Boah. Ja. Wollen wir schon mal erklären, was es für Spiel ist, für die, die es nicht kennen? Kannst du gerne machen. Also wir bauen das Spiel Tic-Tac-To. Und es funktioniert so, dass jeder abwechselnd ein Zeichen setzen kann und wer zuerst in einer Diagonale oder in der Horizontale oder in der Vertikale seine drei Zeichen vom einen Ende bis zum anderen hat, gewonnen. Ja. Eigentlich ein ganz einfaches Spiel, aber es ist total schwierig eigentlich, ne? Es gibt halt ja, sehr oft Unentschieden. Aber wenn man aufpasst, dann kann man gewinnen oder unentschieden erreichen. Ja. Ja, wie gesagt, unentschieden wird halt sehr oft erreicht, ne, weil die Leute auch die Tricks nachher kennen. Ja. So. Bist du fertig? Ja. Wie gesagt, wir müssen ein kleines bisschen hinhauen. Damit ich nicht unbedingt über die 40 Minuten komme. Oder wir. Wie würde mein Chef jetzt sagen, nicht schnacken, bei der Arbeit wird sich konzentriert. So. Halt mal. Das ist ja. Warte. Falsches Feld. Bevor wir hier noch was falsch setzen. Da würde ich sagen, nicht hetzen. Ich bin ja bei der Arbeit, nicht auf der Flucht. Oh, was ist das denn? Kennst du den Spruch? Ja, den kenne ich. Von hier weitermachen. So. Nein, der ist falsch gesetzt. Ah, ist das ätzend. Es gibt so Tage, da geht alles schief. So, ist gesetzt. Nummer 7. Okay. Jetzt muss ich die 6 nochmal machen, weil falsch beschriftet.
Ah. Dann aber hopp hopp. Fertig. So. Warte mal, ich setze ja schon mal, während ich die anderen schweiße, schon den neuen. Hab nämlich Numpad-6 geschrieben statt Numpad-6-X. Eieiei. Ja, woran du wieder auf Arbeit denkst, ne? Da schleicht sich der Klatterschlendrian ein. So, aber Feld 8. Fertig. So, dann setze ich hier das letzte Feld. Das letzte Feld ist gesetzt. Das Problem ist, man muss ja auch unheimlich darauf achten, dass die Lampen alle ordentlich platziert sind und alles, ne? Das ist immer ein bisschen dämlich, wenn alle Lampen gerade sind und eine ist dann nachher vertikal, weißt du? Ja, das sieht doof aus. Und die dann wieder zu löschen, dann musst du wieder alles komplett, alle kompletten Gruppierungen löschen, weil dann ist eine Gruppierung da, wo sie nicht sein soll und oh. Ätzend. Jetzt noch die Ausgruppe. Oh, mach das. Ja, wir können ja währenddessen schon mal dann anfangen abzumoderieren. Ne? Nächstes, willst du noch jemanden grüßen? Wie immer die Familie, die euch Zuschauer natürlich, den Yoshi, die Kollegen. Ja. So, ich setze mich jetzt noch an meine Kanzel. Guck mir das alles von drin an. Ungefähr so sieht es dann halt von drin aus. Also ich finde es auf jeden Fall sehr schön. Man hat auch eine relativ gute Übersicht. Ja, und dann würde ich mal sagen, wir grüßen noch Freunde, Fans, Familie, Community, Mitarbeiter und natürlich unseren Yoshi. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir eventuell ein Spielchen wagen. Bis denn, ciao! Tschüss.